Standard-Lipid-Therapie für Patienten mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko oder bereits vorhandenen kardiovaskulären Erkrankungen sind seit mehreren Jahren Statintherapie. Da hat es eine neue Studie gegeben am American Heart Congress, die gezeigt hat, dass sehr hohe Dosen von diesen Medikamenten die Arteriosklerose können positiv beeinflussen können. Diese Studie war eine sogenannte Saturn-Studie, die gezeigt hat, dass die koronare Arteriosklerose nach einer Behandlung mit entweder Atorvastatin 80 mg oder Rosuvastatin 40 mg Regression gezeigt hat. Die Studie war jedoch zu klein gewesen, um harte klinische Endpunkte wie Herzinfarkt oder Schlaganfall direkt anzuschauen. Es gibt uns aber indirekte Hinweise, dass die bestehende Standardtherapie auch in höheren Dosen kann angewendet werden und positive Effekte bringt. Nun ist es so, dass es seit mehreren Jahren schon Interesse gibt, die anderen Lipid ebenfalls positiv zu beeinflussen. Weil die Patienten, auch wenn sie sehr tiefes HDL, sehr tiefes LDL haben, wie man ja durch eine aggressive Statintherapie erreichen kann, trotzdem noch kardiovaskuläre Events bekommen. Und der wichtigste Zielfaktor in diesem Zusammenhang ist das sogenannte HDL, also das High-Density-Lipoprotein-Cholesterin, das sogenannte gute Cholesterin, weil man hat gesehen in Beobachtungsstudien, dass je höher das HDL in den Probanden ist, desto weniger kardiovaskuläre Events sind auftreten. Darum ist auch das Interesse gross, Medikamente, die das HDL steigern, in klinischen Studien auszuprobieren. Da hat es zwei Ansätze sind präsentiert worden an diesem Kongress. Der erste Ansatz ist mit einem alten Medikament, dem sogenannten Niacin, das in der AIM-HI-Studie ausprobiert worden ist. Dort hat man gesehen, dass gerade von diesem Medikament in dieser Studie zu keiner Reduktion der kardiovaskularen Endpunkte geführt hat. Es ist aber so, dass man muss sagen, dass die Studie so viel Kritik geführt hat, weil sie einerseits relativ klein war. Es sind 3000 Patienten eingeschlossen worden. Und der Verlaufskontrolle, also der Follow-up, war relativ kurz gewesen. Und darum ist es wahrscheinlich so, dass die Studie nicht genug gross war, um überhaupt einen Unterschied zu zeigen. Und der zweite Hauptkritikpunkt ist, dass der Unterschied vom HDL in den beiden Gruppen, also in der aktiven Behandlungsgruppe und der Placebo-Gruppe, relativ klein war aufgrund von verschiedenen methodologischen Problemen von dieser Studie, sodass man wahrscheinlich kein abschliessendes Urteil fällen kann bezüglich, ob jetzt einerseits Niacin günstig ist und ob eine HDL-Steigerung von Patienten, die mit der Statintherapie schon gut behandelt sind, zu einer weiteren günstigen Beeinflussung vom Outcome führt. Der zweite Ansatz in diesem Zusammenhang ist ein sehr neuer Ansatz. Das ist eine sogenannte CETP-Inhibition. Das ist eine neue Serie von Medikamenten, die zu einer sehr starken Erhöhung vom HDL führen, zum Teil eine Verdoppelung können herbeiführen vom HDL und gleichzeitig, je nach Molekül, auch noch eine Senkung vom LDL können machen. Das heisst, in Theorie sind das Medikamente, die das Lipidprofil von einem Patienten genauso beeinflussen, wie man es eigentlich gerne hätte. Aber das erste Molekül, das in dieser Klasse getestet wurde, vor einigen Jahren, hat zu einer paradoxen Erhöhung der Mortalität geführt und ist darum nicht auf den Markt gekommen. Darum ist es jetzt ganz wichtig, dass man in dieser Medikamentenklasse die Langzeitdaten von grösseren Studien abwartet, um zu sehen, ob die positive Beeinflussung vom Lipidprofil auch zu einem günstigeren Verlauf in den Patienten mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko führt. Und es ist im Moment sicher noch zu früh, dass man die Medikamentenklasse im klinischen Alltag kann anwenden kann. Zusammenfassend ist es also so, dass es direkt nichts Neues gibt für die
klinische Behandlung von Patienten. Aber dass man kann sagen, dass die Medikamente, die wir zur Verfügung haben, sehr gut sind, dass die sehr gut wirken und dass es einige vielversprechende Ansätze gibt, die vielleicht uns helfen, in der nächsten Zukunft die Patienten noch besser zu behandeln. Vielleicht noch eine Zusatzfrage. Theorie von hochs HDL gut, tiefs LDL gut, scheint zu schwanken. Können Sie vielleicht da noch etwas dazu sagen? Ich bin nicht sicher, ob die bestehende Therapie durch die bestehende Theorie, dass ein erhöhtes HDL gut ist und ein tiefes LDL schlecht, durch die bestehende Studie jetzt definitiv kann ad acta gelegt werden. Wie schon gesagt, die einzige Studie, die das auf harte Endpunkte gemacht hat, die EMHI-Studie, war mit verschiedenen methodologischen Problemen behaftet gewesen. Und das negative Outcome, denke ich, von dieser Studie reicht nicht, um diese Theorie jetzt definitiv ad acta zu legen. Aber es ist sicher so, dass es die HDL-Steigerung ein bisschen steinigeren Weg hat als erwartet und dass es sicher noch einige Jahre braucht, bevor dass man kann definitiv sagen kann, dass das eine gute Methode ist, das Risiko der Patienten zu verbessern oder ob es zum Scheitern verurteilt ist. Sie haben vorhin gesagt, dass tiefes LDL schlecht sind. Wahrscheinlich gemeint, dass tiefes LDL gut. Das tiefes LDL gut, ja klar. Also tiefes LDL ist in vielen Studien gezeigt worden, dass ein tiefes LDL ist desto besser für einen Patienten, ohne dass man jetzt sogar einen klaren Cut-off gesehen hat. Das heisst, ganz tiefe LDL-Werte führen zu einem niedrigeren Risiko. Und wenn man Patienten behandelt mit Statin und die ein tiefes LDL bekommen, dann sieht man dementsprechend auch ein positives Outcome.